Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal nicht in meinem gewohnten Büro, sondern bei einem Kollegen, weil ich meinen Laptop hier vergessen habe und ich hätte eigentlich schon vormittags ein Video hochladen wollen, aber das ging sich da nicht aus. Und zwar, mich haben extrem viele Nachrichten erreicht von, oh mein Gott, DeFi Chain unter 4 Dollar, das war's jetzt, Abverkauf, Mimamo, Pipapo. Also wirklich, wirklich bisschen so, du spürst so Angst, die Leute schreiben dir, okay, mein Investment, ich habe bei 5 Dollar gekauft, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Leute, nur mal, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr meine Videos schon länger schaut, wir haben DeFi bei 3 Dollar gekauft, bei 2,50 Dollar, bei knappen 2 Dollar. Irgendwo immer um den Dreh herum, da war es genauso. Wenn hier jemand gekauft hat bei 3,12 Dollar, das war ungefähr auch mein Einstieg, so irgendwo hier mal, ja in der Richtung, und dann gibt es einfach nur bergab. Dann konnte es sich gerade noch erholen, es ging einfach nur bergab. Und dann machst du so minus 50% auf dein Investment und geht einfach nur bergab. Alles gut, Jungs, alles gut. Wir sind jetzt aktuell 6 Monate circa drinnen und haben jetzt fast ein 2x gesehen. Mit Profit-Taking und Co. sind wir da sogar höher drüber. Und am All-Time-High waren wir fast auf einem 3x von manchen Einstiegspunkten. So, und was habe ich euch gesagt? Leute, für den ganzen Kurs, für die ganze Panik, ihr müsst genau dasselbe machen wie ich. Ich muss nämlich nur in meine alten Videos reinsehen von einer Woche, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen und euch das hier zeigen, weil das ist jetzt geisteskrank. Ihr müsst euch jetzt mal nur die Präzisität ansehen und dann dürft ihr nochmal überlegen, ist es jetzt berechtigt, Panik zu schieben oder habe ich es euch nicht so gesagt, okay? Also wir schauen jetzt einfach mal in das Video rein. Und zwar, das ist das Video vom 9.12., 5 Tage her. Nur so, okay? Ich habe dann eben gesagt, auch wenn das hier wir machen da mal den Ton aus. Wir zeichnen in diesem Video ein Chart-Pattern ein, das ist ein Symmetrical Triangle. Das Video ist hier verlinkt. Ja, ich habe gesagt, das ist Continuation-Pattern. Allerdings, nur wenn wir nach oben hin die Linie durchbrechen und dort auch drüber schließen, sieht's gut aus. Ansonsten könnte man natürlich nach unten auch ausbrechen. Man kann hier nach unten ausbrechen und man kann nach oben ausbrechen. Und was habe ich gesagt? Also grundsätzlich nur, dass ihr es wisst, ich habe auch hier Profite genommen, als wir hier drunter gegangen sind in unserem Kurs. Also ich habe auch hier bei ca. 4,50 Dollar erst verkauft, in die Richtung 4,65 Dollar, glaube ich, waren es. Habe ich mir eh mitgeschrieben. So, was habe ich dann in einem Video von vor 12 Tagen gesagt? Leute, 12 Tage ist es her und jetzt sind, also jetzt teilweise Panik dabei. Und schaut euch das mal an. Das muss ich mit Ton abspielen, weil unglaublich gut. Was werden wir da jetzt abschätzen? Meiner Meinung nach wäre es nicht gesund, wenn wir jetzt so straight gehen. Okay, nur mal der eine Strich, okay? Was haben wir gesehen von genau diesem Kursverlauf? Wir haben, schaut euch mal genau das an, es ist wirklich krass. Den grünen Strich oder den blauen Strich zeichne ich hier ein und sage, es wäre nicht gesund, wenn das passiert. Jetzt machen wir den mal weg. Es ist genau das passiert, es ist 1:1 ein grüner gerader Strich nach oben. Und was sage ich dazu? Es wäre nicht gesund. So, abschätzen. Meiner Meinung nach wäre es nicht gesund, wenn wir jetzt so straight gehen. Natürlich durch den... So, ich weiß natürlich, was danach kommt. Ihr könnt auch schauen, was ich danach gesagt habe. Ich habe gesagt, wäre nicht gesund. Sprich, wenn wir so einen Kurs sehen, müssen wir Profite nehmen am Weg nach oben. Ist halt so. Das nächste, was ich dann gesagt habe... Hype und Co. könnte das passieren. Allerdings ist meine Meinung... Ist auch so passiert, meine Meinung. Ach, wir könnten unser Preisziel von ca. 4,10 Dollar einfach mal hitten. Könnten einen schönen Retest auf dieses Level hier erwarten. Ja, das ist eigentlich viel getradetes Volumen. Vielleicht machen wir den Retest auch hier, wenn wir auch einen signifikanten Touchpoint hier hatten. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen, wo wir jetzt genau hinlanden. Meine Long-Term-Prognose, die wisst ihr ja schon. So, da geht es jetzt dann weiter. Aber schaut euch mal das an. Dieses Preislevel von 3,50 Dollar. Ich habe gesagt, wir könnten einen Retest von diesem Level sehen, dieses hier, weil wir da einfach einen Ausbruch hatten. So, und genau auf den Cent genau haben wir hier den Retest gesehen. Und wer meine Videos gesehen hat, weiß, was ich gemacht habe. Ich habe hier verkauft, als wir nach unten ausgebrochen sind. Ich habe hier wieder eingekauft, weil das war mein guter Widerstand, wo natürlich auch trotzdem niedrigeren Ausbruchsziel eine gute Kaufoption war. Und Leute, das war jetzt einfach mal ein Spot-Handel von 4,65, so hier, wo ich verkauft habe, auf fast perfekt eingekauft mit 3,50 Dollar.
24,5%. Das war ein Viertel vom ganzen Kursverlauf. Einfach mal easy, in Ruhe, weil ich es gesehen habe. Ich habe mir gedacht, okay, Profite nehmen, hier wieder einsteigen und puff. Was haben wir nicht mal ein, zwei Tage später gesehen? Wir meschern hier von ganz unten am Boden jetzt wirklich das raus. Zack, zack, 23,5%. Wir haben ein Viertel mehr Coins zurückkaufen können und von dem Viertel ist es jetzt 25% gestiegen. Das war innerhalb von, nehmen wir mal die Tageskerzen, nur dass wir es uns ansehen. So, ein Tag verkaufen, hier ungefähr, zwei Tage später einkaufen und einen Tag später wieder 25% Gewinn. Wir haben in drei, vier Tagen jetzt 50-60% plus gemacht. Easy, aber easy, Leute. Das war Videoschauen. Videoschauen, das ist eigentlich schon alles. Ich möchte auch gar nicht irgendwie groß jetzt noch Analyse, was auch immer schreien. Meiner Meinung nach sehr gesund. Das Grüne nach oben, absolut geisteskrank, richtig krass, Liquidity Squeeze, ungesund für den Kurs. Retest, sehr gesund, Preisfindungsphase, müssen wir jetzt, das ist meine einzige Prognose, die ich jetzt für die Zukunft stelle, dass du eine Orientierung hast. Wir müssen einen Preis über diesem 4,15 Dollar, 4,20 Dollar Level finden. Wir müssen über diesen Abverkaufskerzen den Kurs halten. Dort wollen wir hin, dann können wir sagen, okay, passt, ja easy, jetzt gehen wir wieder steil. Ja. Sonst wird es hier relativ möglich sein, dass man einfach durch die ganzen Rewards, die Leute bekommen DeFi geschenkt, nehmen Profite, dass es einfach jetzt abverkauft wird. Das könnte leider genauso sein. Meiner Meinung nach, ihr wisst es, schaut meine alten Videos, 20, 30 Dollar möglich. Gut, damit soll es eigentlich gewesen sein. Wirklich ganz kurz, bitte habt keine Panik, sollte man hier drunter gehen, ich werde ein Video machen. Was ist jetzt mit meinem Loan, meinen Collaterals passiert? Weil ich habe mir ein bisschen hier auf DefiScan Live, da kannst du auch gerne alles reinschauen, kannst du sehen, viele sind hier irgendwie at risk, viele sind hier irgendwie, ja, der ist fast am liquidiert werden, ein paar sind schon in Liquidation, ist eigentlich schon hart zu sehen, diese 5000 Volts, die wir haben. Das letzte Mal waren es noch 44 in Auctions und das sind jetzt schon 100 und ich denke, es könnten noch ein paar mehr liquidiert worden sein. Hier mal ein 50.000 Dollar Volt. Zack, bumm, weg. Ein 16, okay, der ist nicht liquidiert. Glück gehabt. Also ist schon ordentlich Volumen, was da jetzt flöten geht. Hier nochmal 54.000. Bruder, du tust mir richtig leid. Egal, wem der Volt gehört. Mies, mies. Hättest du meine Videos geguckt, alles easy. Nee, man kann ja das auch nicht wissen. Das ist auch keine Garantie, dass das so passiert. War jetzt offen und ehrlich gesagt auch Glück, dass wir wirklich sowas gesehen haben. Trotzdem, ich halte mich an meine Strategie, an meine Analyse und Recherche und dementsprechend, ja, kann es auch gut gehen. Andere Coins könnten dabei auch das Gegenteil machen. In dem Fall gut gegangen, wie schon seit einigen Wochen beim DeFi-Kurs und ja, einfach gemütlich. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe ein paar Aktien zurückgegeben, meinen Vault quasi, naja, gleich lassen und das Collateral ein bisschen zurückgezahlt, weil relativ viele, die das mit mir gemacht haben, mit Apple, ja, wenn wir uns die Apple-Aktie ansehen, die hat in diesen paar Tagen, wo wir eingestiegen sind, irgendwo so hier bei 180 Dollar, die ist ein bisschen gestiegen oder 160 Dollar, glaube ich. Und wenn die Aktie steigt, dann möchte ich da eher Risiko rausnehmen, das ein bisschen zurückgeben. Ich habe auch eben von meinen verkauften DeFis hier bei diesen Preisen, habe ich dann auch etwas als Collateral hinterlegt, weil der Dollar etwas stabiler ist, wenn ich ja von niedrigeren Preisen ausgehe. Dementsprechend, gut, diese Kritzelei, die könnt ihr jetzt nicht so ernst nehmen, ist auch nicht so wild. Trotzdem einfach Ruhe bewahren und gemütlich einfach eure Coins halten, staken, Liquidity minen. Wir machen über 100% Rendite. Wo gibt es das sonst? Und das war's eigentlich. Somit viel Spaß, selber ein bisschen reflektieren, was du gemacht hast, wie dich diese Kurs-Rally beeinflusst hat. Wenn es irgendwie zu viel oder irgendwie ungut für dich war, dann weißt du, du hast vielleicht ein bisschen zu viel Chips auf dem Tisch und kannst ruhig ein bisschen rausnehmen. Im Verlustverkauf vielleicht nicht, aber zumindest, dass du dir die Rewards jeden Tag rauspickst. Ja, so viel gesagt. Es ist in meinen vorherigen Videos alles gesagt. Ich hoffe, das konntest du alles irgendwie noch rechtzeitig ansehen. Sonst nimm dir Zeit,
schau dir die Videos an, würde mich riesig über ein Abo freuen, richtig cool. Und wenn du bei meinem neuesten Projekt bzw. Coin dabei sein möchtest, den ich gerade gefunden habe, gibt noch gratis Coins, sprich die Coins, die werden erst gelauncht und jeder, der im Presale mit dabei ist, bekommt gratis Coins. Video ist hier natürlich, kannst dich gerne anmelden, dort verlosen wir auch ab und an Coins. Das ist auch wieder ein Tipp, wo ich wahrscheinlich in 3-4 Wochen ein Video mache und sage, Leute, hier, dieses Video, schaut es euch einfach an, ihr habt mitgemacht, es kostet euch gar nichts und ihr könnt dann wirklich gratis Coins abstauben von einem echt vielversprechenden Projekt. Dementsprechend, ich wünsche euch was, genießt die Woche und wir sehen uns. Ciao, ciao.